Hallo, liebe Zuschauer. Heute zeigen wir euch das Spiel Düssel. Hallo, Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Düssel ist ein Würfelspiel aus dem Hause Schmidt vom Autor Ralf Zurlinde. Ist für 1 bis 4 Spieler ab 8 Jahre. Der Lias ist 7 Jahre. Und es geht ca. 20 Minuten. Die Abläufe wird euch jetzt gleich der Ralf, der Autor, ganz kurz vorstellen. Auf eine lustige Art und Weise, das hat er super gemacht. Und im Anschluss gibt es ein paar Gameplay-Sequenzen. Da zeige ich nochmal ein paar Sachen und dann gibt es das Fazit. Aber jetzt schauen wir erst einmal, was der Ralf zu seinem Spiel zu sagen hat. Viel Spaß. Das hier ist mein neues Spiel Düssel. Und in diesem Video, keine Angst, es dauert unter 2 Minuten, werde ich euch erklären, was der USP, also der Unique Selling Point von diesem Spiel ist. Damit ihr den aber versteht, zeige ich euch erstmal, um was es hier eigentlich geht, also was das eigentliche Spielprinzip von Düssel ist. Also, jeder Spieler hat dasselbe Level vor sich liegen. Das ist, wenn man so will, so eine Art Mini-Dungeon mit dem typischen Computerspiel-Balderdash-mäßigen Items, wie auch immer. Einer würfelt alle Würfel und Reihe um nimmt sich dann jeder von euch immer genau einen Würfel und legt ihn passend auf sein Level. Und wenn die Würfel alle sind, malt ihr fette Kreuze auf die Felder, auf denen eben die Würfel standen. So breitet ihr euch immer weiter in eurem Level aus und bringt so zum Beispiel Bomben zum Explodieren, findet mega fette Edelsteine, düst mit der Rakete zu entfernten Planeten, sammelt Schlüssel, erreicht Zielfahnen als Erster, Zweiter, Dritter oder Letzter und, und. Am Ende bekommt ihr jedenfalls Punkte für all euer Wirken und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Ganz einfach. So, und was ist jetzt der USP an Düssel? Denn ich meine, irgendwelche Balderdash-Puzzle-Verschnitte gibt es ja nun wirklich überreichlich und Roll-and-Ride-Games mittlerweile auch. Aber, und jetzt kommt's, während diese ganzen Roll-and-Writer immer mit einem eher eintönigen, weil Zettel für Zettel immer gleichen Levelblock daherkommen, hält dieser erste Düssel-Block hier satte 4 verschiedene Level bereit. Und auch klar, zig weitere Level sind, wie ihr hier auf meinem geheimen Spieleerfinder-Screen seht, schon längst in der Mache. Bald wird es also vielleicht sogar noch Vulkane, Katapulte, Diebe, Münzen und was weiß ich noch alles geben. Ich habe sogar schon überlegt, ob Schmidt oder ich euch irgendwie einen Online-Level-Editor zum Selbsterfinden von Leveln basteln. Mal sehen, ist alles Zukunftsmusik. Besser also hier nochmal die aktuellen Hardfacts zu Düssel. Ist ein innovativer Roll-and-Writer für 1 bis 4 Personen ab 8 Jahren, dauert ungefähr 20 Minuten und ist erschienen bei, guckt, da seht ihr das, Schmidt. Ciao. Einfach mal was anderes und hier haben wir den Block mit den einzelnen Level. Der neigt sich bei uns doch langsam dem Ende. Naja, es sind noch einige Blätter da, aber es gibt auf jeden Fall schon Blöcke zum Nachkaufen. Wir zeigen euch jetzt in dem Fall das Level 1, wie das hier abläuft. Oh, jeder nimmt sich einen Stift. Super, Elias. Und warum? 7 Würfel, weil wir zu zweit spielen. Wir demonstrieren euch das jetzt gleich zu zweit. Das heißt, der Elias fängt an und kreuzt bei sich an die Runde 1. Wir spielen also insgesamt über 6. bis zu der 6. Runde. Und der Elias würfelt erst einmal. Würfel am besten in die Mitte, dann sehen es die Zuschauer. Und wir zeigen euch natürlich jetzt spielerisch ein paar Gameplay-Sequenzen und erklären natürlich auch, was wir machen. Weil der Elias nimmt jetzt erst einmal die Würfel, nimmt sie in die Mitte. Und den ersten Würfel muss er am Anfang an eines seiner Kreuze anlegen. Am Anfang, wir spielen Level 1. Ich lege es gerade mal hier rüber. Dann seht ihr, ihr könnt es also hier positionieren, sofern ihr natürlich auch einen passenden Würfel habt. Jeden weiteren Würfel müsst ihr natürlich dann auch dort anlegen. Das heißt, der Elias legt es da unten an, oder? Kann sich noch nicht entscheiden, wo er es hinlegt. Okay, so, ich nehme hier die 5 und lege die einfach hier hin. Und jeden anderen Würfel, den ich jetzt hier nehme, aus der Mitte, den muss ich angrenzend platzieren. So, das heißt, ich nehme jetzt hier die 5 und lege die angrenzend zu einem meiner bereits platzierten Würfel. So, und jetzt habe ich hier, ich könnte noch, darf ich neu würfeln? Nein. Warum nicht? Nein, ja, jetzt hat er es gesehen. Nicht. Warum nicht? Weil ich hier unten ja noch die 2 hinlegen kann. Also lege ich die hier hin. Dann ist der Elias dran. Er kann die 5 sogar nehmen. Ja, die wird er auch nehmen, ganz klar. Und das war in dem Fall schon die erste Runde. Was mache ich jetzt mit den Würfeln? Das heißt, ihr nehmt die Würfel einfach weg und macht hier ein Kreuz. So. Und das war in dem Fall schon die erste. Und ihr merkt, das Ganze füllt sich immer mehr mit Kreuzen. Ihr bekommt Punkte für die einzelne Reihe, die ihr voll mit Kreuzen macht, beziehungsweise für die Spalten. Und ihr bekommt für die Edelsteine Punkte, hier übrigens die Reihen und Spalten, für Puzzleteile und für Bomben. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich bin nämlich am Zug. Ich kreuze jetzt auch meine 1 an und würfel entsprechend. Und ich darf mir als Erster ein. Ja, 6 Runden. Ja, je nach Spieleranzahl ist ja angegeben, wie lange man spielt. So, und ich nehme jetzt einen Würfel und ich nehme mir
Ich will ja Elias auch ein bisschen ärgern, aber ich zocke natürlich bei dem Spiel auch wahnsinnig gerne. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal die 3 und lege die hier unten an. So. Oh, der Elias liegt auch hier unten an. Dann nehme ich mir die 5, die lege ich hier an. Also immer wieder angrenzen, ihr merkt es auf jeden Fall. Wenn ihr in eine Sackgasse kommt, wo ihr dann nicht keine mehr drumherum platzieren könnt, dann dürft ihr springen auf ein benachbartes Feld zu einem X. Ah, hast du keine 6 und keine 1? Und dadurch darf der Elias würfeln. Den Fall haben wir noch gar nicht gehabt. Was wäre jetzt, wenn du keine passende Zahl gehabt hättest? Dann muss ich einen Würfel abgeben. Dann gibt der Elias einen beliebigen Würfel in die Mitte ab. So. Man darf auf Konter schauen. Ja, so, jetzt habe ich die 2. Die lege ich jetzt einfach mal hier an. Ich würde zwar auch gerne neu würfeln, nein. Wenn ich legen kann, muss ich, dann darf ich natürlich nicht würfeln. Dann ist der Elias dran, bei ihm passt nicht. 2 Einser hat er. Oh, und dieses Mal hat er kein Glück. Das heißt, er muss einen Würfel abgeben. Jetzt überlegt er natürlich, was er abgibt. Ja, oh, eine 1, dass ich es ein bisschen schwieriger habe. Aber ich nehme hier diesen Würfel. So, ich brauche eine 6 oder eine 4. Naja, 6. Ich zock ja gern bei dem Spiel. Eine 6 oder 4. Glück, wünsch mir Glück. Oh nein, das heißt, ich gebe jetzt einen Würfel ab. Ah, und ich gebe jetzt einfach mal den ab. Ihr könnt natürlich auch passen. Ihr müsst nicht neu würfeln, ihr könnt dann passen. Das geht natürlich dann auch. Okay, du hast dir die genommen. Und die 3 lege ich dann hier an. Und auch hier wieder, ich nehme die Würfel weg und mache hier die Kreuze entsprechend drauf. Ein Bombe. Puzzleteil habe ich schon. Du hast eine Bombe durchgestrichen. Ja, was heißt das für mich? Ich muss meine Bombe, die er hat, hier einkreisen. Und das gibt... 2. Und so funktioniert das ganze Spiel. Wir springen ein bisschen weiter an den Schluss und schauen mal, was ausgeht. Und es gibt natürlich noch ein paar Hinweise. Er würfelt. Ah, vielleicht habe ich Glück. Ah, auch nichts. Die 5, die ist super. Aber wenn du nicht anlegen kannst, musst du eben beliebigen Würfel wieder abgeben. Und jetzt schaut der Elias natürlich immer, was braucht der Papa? Wo kann man ihn ein bisschen ärgern? So, und ich nehme jetzt hier die 5, lege die hier an. Und die 1, die nehme ich natürlich auch noch mit. So, wir machen wieder die Kreuzchen. Und dann folgt die Endrechnung. Das heißt, wir tragen jetzt hier die einzelnen Werte an. Abhängig von dem, was ich jetzt hier angeixt habe, bekomme ich Punkte. Dann schaue ich, welche kompletten Reihen ich habe. Das heißt, hier würde ich 10 Punkte kriegen. Hier natürlich die einzelnen Spalten. Das Puzzleteil, das habe ich komplett, das bringt mir 10 Punkte. Aber schaut mal hier, der Elias hat 3 Bomben ausgelöst. Das heißt, wo ich einkreisen musste, sind 6 Minuspunkte. Mal schauen, wer am Ende gewinnt. So, der Papa hat 59 Punkte, der Elias, wie viel? Aber 55. Aber trotzdem super gespielt, genau. So, das war in dem Fall Dissel, aber... Elias, wir haben Level 1 gespielt. Was ist denn auf der Rückseite? Da gibt es auch noch Schlüssel, dass man die ankreuzen darf. Und noch und Schlösser, wo man dann die Schlüssel drauf... Und noch ein zweites grünes Puzzleteil. Das heißt, ihr müsst erst den Schlüssel ankreuzen, bevor ihr überhaupt ein X setzen könnt. Und jetzt merkt ihr, das gibt immer mehr Level. Das heißt, es geht bis in Level 4 in dem Fall. Schaut mal hier. Und hier habt ihr noch viel mehr Möglichkeiten mit Zielflaggen. Also insgesamt 4 Level. Also ein breites Spektrum an Auswahl. Das war Dissel, ein Spiel, was wir heute... Wie oft haben wir es heute gespielt? Ich weiß gar nicht. Richtig oft. Mit anderen noch zusammen teilweise in Zweier-, Dreier-Partien. Also wahnsinnig oft auf jeden Fall. Der Block ist auf jeden Fall dick genug. Da habt ihr auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Es gibt den ja auf nachzukaufen. Ist ein absolutes Top-Argument. So, natürlich, wenn man oft Level 1 gespielt hat, will man natürlich mehr. Das ist so ein Ansporn. Irgendwann sage ich auch, nach 20 Partien jetzt Level 1, ach, nicht wieder Level 1. Wir fangen gleich bei Level 2 an oder Level 4. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Level Spiel Erfolg hat. Level 1 ist so einfach, Level 1 braucht niemand mehr machen. Hat er auch schon so oft gespielt. Ihr merkt, das Spiel schreit nach Erweiterung. Aber vielleicht macht der Ralf was. Er hat es ja auch angekündigt, wenn das Spiel Erfolg hat. Wir wünschen uns auf jeden Fall noch viel mehr Aufgaben. Vielleicht zum Herunterladen, zum Ausdrucken. Also ich hoffe wirklich, dass eine Erweiterung kommt. Wie ist das Spiel? Ich finde es super. Macht mir richtig viel Spaß. Oh, 2 Daumen. Ist es ein Spiel so für dein Lieblingsregal? Der Elias hat ja so ein Lieblingsregal. Ja, okay. Wenn ich jetzt darüber schaue, ganz schön clever. Und nochmal sind ja auch wahnsinnig beliebte Würfelspiele aus dem Haus Schmidt. Das zählt auf jeden Fall jetzt auch dazu. Ist ein richtig schönes, spaßiges Spiel, was mir richtig gut gefällt. Es ist allerdings, ein kleines Aber hat man ja immer,
von den Regeln natürlich doch sehr viel Text und Infos. Da muss man natürlich erst einmal reinschauen, damit man hier alles kapiert. Aber ihr habt ja gemerkt, spielerisch, das Ganze ist recht einfach und recht schnell gespielt. Uns macht es auf jeden Fall viel Spaß. Der Elias ist 7. Am Schluss muss man natürlich ein bisschen rechnen. Klar, deswegen auch die Altersangabe ab 8 passt auf jeden Fall. Man kann es auch solo spielen. Nee. Also solo spielen, dass ich würfel und dann noch neutrale Würfel habe, wo ich würfel? Nee. Ihr solltet zu zweit, zu dritt und zu viert solltet ihr auf jeden Fall spielen. Da habt ihr am meisten Spaß. Und der Elias hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß dabei, oder? Du staunst wieder. Bei Level 3 ist eine Tür verriegelt. Da kommt man einfach nicht hin und da ist ein Puzzleteil versteckt. Teilweise muss man springen in Level 4 nämlich auch. Ich sag tschüss, bis bald. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo über. Aber das werden wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal tschüss, mach's gut, bis bald. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Hause.